So. Ich wollte eigentlich bis Level 55 spielen, habe jetzt aber nur bis Level 54 gezockt, um Diablo zu machen. Weil das echt quälend langsam vorangeht. Ich habe mir allerdings eine bessere Waffe gekauft und auch ein paar andere Sachen im Auktionshaus ausgetauscht. Jetzt also 7600 DPS, aber nur 33.000 HP. Ich hoffe, dass das reicht für Diablo. Wo ist er, da ist er. Die Waffe macht er schon bezahlt, weil wir hoffen, dass ich hier nicht irgendwie volle Schaden in die Fresse kriege. Ist natürlich so eine Waffe mit reduzierter Levelanforderung. Hat irgendwie 500 noch was DPS standardmäßig. Es sieht auch wesentlich besser, aber die kosten viele hunderttausend. Jetzt hat knapp 200.000 Gold gekostet. So, jetzt kommt der harte Teil. Komm, 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 komm. Und weg. Der Feuerstrahl, der eben gezeigt wurde, der war in Diablo 2 total tödlich. In Diablo 3 scheint er nicht ganz so krass zu sein. Ich versuche trotzdem, dem immer auszuweichen. Zum Glück hat er sowieso voll daneben geschossen. Gut, dann bin ich ja jetzt in der Hölle. Oh, sogar ein gelbes Item. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich in Hölle komplett durchkomme.